Ich möchte euch heute die angefangenen Buchreihen im Bereich Zukunft vorstellen. Ich möchte euch wieder ein paar meiner Buchreihen vorstellen, die ich begonnen habe. Hallo ihr Leseratten, ich möchte euch heute 10 Buchreihen zeigen im Thriller-Bereich, die ich bereits angefangen habe und ich unbedingt weiterlesen möchte, aber bis jetzt noch nicht getan habe. Fangen wir einfach mit dem ersten Buch an. Das ist eine zweibändige Reihe, die es so auch irgendwie nicht mehr zu kaufen gibt. Ich muss gucken, wo ich den zweiten Band herbekomme. Wo mir der erste Band richtig gut gefallen hat und ich deswegen auf den zweiten umso gespannter bin. Und zwar Tödliches Puzzle von... Ich kann den Namen nicht aussprechen. Ich glaube, ich habe dazu eine Rätsel gemacht. Müsste ich eigentlich gemacht haben. Wenn ich nicht irre. Ja, auf jeden Fall gibt es da auch ein zweites. Ich glaube, Opfergabe heißt das, wenn ich mich jetzt richtig erinnere. Ist das vielleicht sogar hätten, wenn ich mir essen wäre? Nee. Warum vielleicht? Aber ich glaube, es war Opfergabe. Ich stehe da nicht drin. Muss ich mal gucken, wann und wo. Die Sonne ist ein bisschen schwierig heute. Wann und wo ich den zweiten Band bekomme, aber ich möchte endlich unbedingt weiterlesen. Vor allem sind es, wie gesagt, nur 2 Bände und dann ist vorbei. Dann ist die Reihe abgeschlossen. So, bei der nächsten Reihe. Da handelt es sich um Blutsbräute bzw. die Reihe von Dr. Claire Hart, genau, von Margie Orford. Da habe ich den ersten Band gelesen. Er war okay, er war jetzt nicht so überragend gut, aber er war okay. Und ich habe auch den zweiten Band bereits hier. Das heißt, ich könnte sogar weiterlesen. Ja, ich habe es bis jetzt noch nicht getan. Ähnlich verhält es sich mit der nächsten Reihe, wo es inzwischen 2 Staffeln gibt. Und ich habe auch 2 Staffeln hier. Aber da mich der erste Band ein bisschen enttäuscht hat, habe ich nicht weitergelesen, obwohl ich es gerne möchte, weil ich gerne alle Bücher davon lesen wollen würde, weil sie mich doch interessieren irgendwie. Ich hoffe einfach, dass die anderen Bücher besser sind als jetzt das eine. Und zwar rede ich von Doors von Markus Heitz. Ja, ich bin voll angestrahlt hier, oder? Ich hoffe, das geht irgendwie. Ich sehe überhaupt gar nichts mehr, aber passt schon. So, dann habe ich eine weitere Reihe hier. Das erste Buch habe ich, glaube ich, gewonnen gehabt, müsste ich. Ich glaube schon. Und war auch sehr froh drüber und wollte auch unbedingt. Ich habe es auch relativ bald gelesen, glaube ich. Spielt in Berlin und es spielt. Es ist von Katrin Lange und zwar 40 Stunden ist der erste Band von der Fares. Ach du meine Güte, wie heißt er denn? Ich glaube, es heißt auch nur Fares. Fares Iskander. Iskander, Entschuldigung. Da habe ich auch den zweiten Band bereits hier. Es gibt auf jeden Fall 3, ich weiß nicht, ob es inzwischen noch mehr gibt. Aber wie gesagt, den zweiten habe ich auch schon hier seit einiger Zeit und trotzdem nicht gelesen. Auch wenn mich der erste Band so schockiert hat, dass ich dachte, okay, ich muss auch unbedingt weiterlesen, wie es damit weitergeht. Also abgeschlossene Fälle, aber ne? So. Ich glaube, das abgeschlossene Fälle. Ich glaube, es war sogar am Ende noch irgendwas... Spoilermäßig für den zweiten bin ich mir auch gerade nicht mehr so sicher. Dann habe ich vor schon längerer Zeit, wo so lange ist es auch noch nicht hier. Mal ja, gucken wir mal. Habe ich jedenfalls Der Augenschneider von Valentina Berger gelesen. Und auch da habe ich inzwischen den zweiten Band hier. Und auch da könnte ich also weiterlesen. Es ist wie verhext, oder? Diese Reihen, also ich sag's euch. Ich muss mich mehr auf Reihen konzentrieren, die ich angefangen habe zu lesen. Ähnlich ist es mit der nächsten Reihe. Ich war von dem ersten Band begeistert, ich war auch vom zweiten Band begeistert. Ich habe den dritten bereits hier und das schon wirklich eine ganze Weile. Aber ich habe es noch nicht gelesen. Passwort Henrietta von Abba McCarthy ist der erste Band der Henrietta Martinez-Reihe oder Trilogie. Es gibt also nur 3 Bände. Ich glaube, es gibt nur 3. Es gibt, glaube ich, nicht inzwischen mehr. Na, dann wäre es schon eine ganze Weile dazwischen gewesen. Zu dem Buch habe ich definitiv eine Rezension gedreht. Und ja, ich muss auf jeden Fall endlich den dritten Band lesen, um auch diese Reihe abzuschließen. Dann gibt es noch 2 E-Book-Reihen, die ich gelesen habe und auch gerne weiterlesen möchte. Und zwar ist es einmal die Henry Frey-Reihe, Böses Kind und Stille Schwester. Jetzt muss ich gerade überlegen. Und ja, er schreibt gerade am dritten von Martin Christ und er schreibt auch gerade am dritten Band. Das heißt, irgendwann erscheint der dritte Band und dann würde ich den auch gerne sofort lesen wollen. Dann habe ich den ersten Band gelesen von Jack Daniels. Eigentlich Jacqueline Daniels. Ich glaube, sie hieß Jacqueline. Ich glaube, ja. Von J.
A. Konrad? Ich weiß gar nicht, J.R. Konrad? Ich, keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich den Lyko-Roman gelesen und fand den großartig. Und auch da würde ich gerne weiterlesen wollen. Und die Reihe ist ja gefühlt endlos. Aber mal gucken, wann ich dazu komme. Dann habe ich hier noch Kalte Stille von Wulf Donn. Auch das ist der erste in einer Reihe. Ich weiß gar nicht, wie viele Bände es dann gibt. Also mindestens dann noch einen. Und zwar die Jan Forstner-Reihe. Ja, das habe ich aber noch nicht hier in den zweiten Band. Von daher kann ich da noch nicht weiterlesen. Und es begann als Trilogie. Ich habe die Trilogie gelesen und einige Jahre später wurde aus der Trilogie eine komplette Reihe und ich habe es jetzt nur in die Trilogie gelesen. Die Rede ist von Dan Wells, ich bin kein Serienkiller, also die John Cleaver-Reihe. Ich habe die Trilogie geliebt und auch da waren für mich dann ein paar Sachen offen gewesen am Ende. Ich dachte, okay, alles klar. Man kann also weitermachen und ich bin wahnsinnig gespannt darauf. Aber ich habe noch keinen vierten Band hier. Ich habe ein E-Book dazu noch gelesen, so ein kleines Kurz-E-Book dazu. Das war jetzt nicht so prickelnd, aber ich denke mal, die Bücher an sich werden wieder großartig sein und von daher muss ich da auch irgendwann mal den vierten Band haben. Ach, mich wurmt das alles dermaßen. Aber wie gesagt, ich habe ja auch noch zig Millionen Bücher hier und es ist ein Teufelskreis. Okay, das waren die 10 Thriller-Reihen, die ich unbedingt weiterlesen möchte. Welche habt ihr noch auf dem Sub oder beziehungsweise angelesen oder angefangen zu lesen und die ihr unbedingt weiterlesen wollt? Welche fasziniert euch da so sehr, aber ihr kommt nicht dazu, uns weiterzulesen? Kann ja alles sein. Wie bei mir zum Beispiel mit 1000 Büchern und 1000 Reihen. Vor allem die Reihen sind ja immer das Vertrackte daran, weil es hier immer weitergeht. Und okay, das war's von mir. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Bis dann. Bye, bye.